Machst du gerade Kaka? Ja, ich muss jetzt auf Toilette, sonst platze ich. Das geht. Vorsicht! Au! Oh nein, jetzt fängt es an zu regnen. Wir sind nicht nass geworden. Oh, es gibt auch sogar ein Gewitter. Warte, ich muss kurz. Kack gerne bei Gewitter. Immer klaut der. Ja, boah, sind hier viele Räume. Alter, bin ich reich. Du bist ne, echt. Komm hier hoch. Oh nein, meine Katze. Nicht wieder. Ey, ohne Mist. Du weißt einfach nicht, wie man sich benimmt. Und einfach jetzt Super Saiyajin. Aber eine Sache musst du mir erklären. Warum kann man hier durch die... Ich kann durch die Wände gucken. Alter. Oh nein, wie viele Kisten wir verpasst haben. Ja, die da vorne. Eine war da links. Ja, ich hole noch aber die. Aber auf das Ding fahre ich. Warte mal, wie viel Holz habe ich? Oh, ich habe 27. Aber was? Wie viel? 27. Hey, wenn du gerade auf dem Scheißhaus warst wegen der Linsensuppe, habe ich ordentlich gefahren. Ja, genau. Ja, ist so. Wenn ihr halt gesagt, deswegen, genau, Leute, ich habe so einen fetten Flattermann in der Hose. Ich muss kurz Kackenpiesel, aber bitte rausschneiden. Noch drüber geredet. Ja, ja. Noch der Entfurzte. Nein, du bist Kakovic. Bestelle eine Charge von mindestens 1000 in deinem Hauptquartier. Bismen. Wo ist denn das nochmal? Hier ist unser Hauptsitz. Ich muss so pinkeln. Geh doch einfach vorm Let's Play. Ja, Junge, wir nehmen schon wieder 52 Minuten auf. Das kam einfach. Plötzlich musste Paletto ganz dringend auf Toilette. Psst, psst, ey. Psst, 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 psst. Ach, hey. Du Scheiße. Du bist genauso kacke in deiner kacke Hose. Hey, cool. Ich überlege die ganze Zeit, was noch dümmer wäre. Du erinnerst dich, glaube ich, schon an die Sprachnachricht von gestern, wo ich gegen meine Brust geklopft habe und dabei... Was ist da denn passiert? Geräusche gemacht habe. Du hast gegen deine Brust geschlagen? Ja, weil, um etwas zu simulieren. Weiß ich nicht mehr. Ich spiele ja ab. Wann streamst du? Um 18:30? 19:30? Sag mal bitte. Du schickst mir immer so viele Sprachnachrichten, da bin ich immer sehr schockiert. Und Videos. Ja, vor allen Dingen nachts. Ich gehe noch mal ganz kurz pinkeln. So. Ja, sehr gut, sehr gut. War klasse. Ich darf ja hierhin pinkeln. Das ist ja meine... Also hier bin ich ja geboren. Geile Roomtour von mir. Hallo. Schon ein bisschen dirty, oder? Da unten. Ah, das werde ich richtig schön einweihen, das Ding. Grüße gehen raus an German Let's Play. Das schöne kalkhaltige Leitungswasser aus Köln. Ich hab's richtig vermisst. Pipi in der Hose. Das macht mir so viel Spaß. Hattet ihr schon mal Pipi? Ich glaube, jeder hatte schon mal Pipi in der Hose, oder? Also als Kind schon. Ich habe mir mal... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will. Ich habe mir mal... Es könnte sein, dass mir als Kind vor lauter Lachen vielleicht der ein oder andere Tropfen in die Hose gegangen ist. Junge, ich musste so lachen und ich musste so pinkeln. Wir haben Verstecken gespielt. Das war unangenehm. Aber ich habe mir in meinem Leben noch nie in die Hose gekackt. Also als Baby bestimmt. Aber als Baby hat das jeder mal gemacht. Weil ich weiß von zwei Kollegen, die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt, zwei Kollegen von mir haben sich in die Hose gekackt. Der eine beim Autofahren und der andere, glaube ich, im Bus oder so. Oder in der Bahn? Ich glaube in der Bahn. Und der eine musste sich dann von seiner Mutter, Junge. Und kurze Erklärung. Meine Kollegen waren zu dem Zeitpunkt schon so 20 oder so. Der eine ist, wie gesagt, zur Arbeit. Der saß im Auto, ist zur Arbeit gefahren und hat sich dabei in die Hose gekackt. Und ist dann nach Hause gefahren. Er ist nicht noch zur Arbeit, hat Hose gewechselt oder so. Er hat sich dann, glaube ich, ich schätze mal krank gemeldet. Chef, ich komme heute nicht. Hab mir in die Hose gekackt. Oh Mann, Alter. Aber es ist auch manchmal echt ätzend, wenn du so einen Flattermann hast. Weil das Ding ist, so wie er das erzählt hat, er meinte oder er dachte, es kommt halt nur ein Furz raus. Und dann wurde es halt, also dann wurde es halt dirty flüssig. Aber ey, jeder kennt das, glaube ich, wenn du unterwegs bist und plötzlich, Junge, du hast Durchfall oder so. Und das kannst du ja auch nicht aufhalten. Zumindest nicht ewig. Warum rede ich hier eigentlich gerade über sowas? Ja, die...
Nautilusmuschel. Oh, zum Verzaubern. Chillig. Ich muss jetzt auf Toilette, sonst platze ich. Muss gekocht werden. Vielleicht. Oh Gott. Hä? Warum tropft es? Was ist an mir dran? Verlust, was hast du getan? Da steht, sie müssen die Toilette benutzen. Weil wir haben es zu lange nicht gemacht. Man muss wohl nach einer gewissen Zeit. Ich habe die Hände voll. Flo, okay. Das ist. Da unten links sehen wir das. Man muss nach einer gewissen Zeit. Wir müssen auch irgendwann schlafen. Wenn wir das nicht machen, dann kommt das so wie eben. Kommt dann da einfach alles raus. Junge, dieses Spiel, Mann. Hast du jetzt schon was gekocht? Nee, irgendwie kocht das nicht. Bei mir ist auch schon wieder alles. Nein!